Stuart. So, dass man den Tag versüßt, voilà. Ich schwöre. Stuart, komm. Ne, so richtig große Staffords oder so, keine Kurse, die machen gar nichts. Stuart. Darf ich vorstellen? Stuart, 3,5 Kilo. Seine Mission ist es, Murat Çolak zu töten. Stuart, ja, Stuart, fein. Bedank dich. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das ist Stuart Little, wahrscheinlich der kleinste Kaninchendackel der Welt. Und das sein Besitzer, die erzählen uns kurz einmal die Story, denn die Story finde ich richtig witzig, wie er denn an Stuart gekommen ist. Genau, also Stuart haben wir aus Gelsenkirchen geholt. War eigentlich nicht geplant, aber da wir seinen Bruder geholt haben und den kleinen Stuart... Warte mal, ich muss mich kaputt lachen. Guck dir mal an, wie er mich anguckt. Aber steht du wirklich? Ja, Stuart, alles gut, super machst du es. Stuart, ich nehme einfach Kung Fu Panda so lange, okay? Der ist bei mir. Okay, Stuart, alles gut. Beruhig dich, Stuart. Tief einatmen und ausatmen, alles wird gut. Okay, nicht angreifen, okay? Ja. Ja, und Stuart ist so bei uns gelandet als eigentlich zweiter Hund. Und ich bin heilfroh, dass ich ihn damals mitgenommen habe. Weil Stuart ist für uns unser, ja, wie nennt man Baby. Zu Hause? Unser Baby, genau. Jetzt sei aber ganz ehrlich, ja. Ne? Real Talk. Okay. Er ist schon ein Frauenmann. Absolut, ne? Absolut. Also wenn wir durch den Englischen Garten in München laufen, dann kennt ihn jeder mittlerweile. Mr. Bombastic, Bomba Fantasta, Gonnepasuchnisse. Du kommst ja gar nicht hier aus Gelsenkirchen. Wie lange bist du jetzt zu mir gefahren? 7 Stunden jetzt, heute Morgen. 7 Stunden. Auf jeden Fall danke gerne, für das Vertrauen. Ja. Und Stuart, hast du gepennt oder was die ganze Zeit war? Stuart hat gepennt, 7 Stunden durchgepennt. Gott sei Dank sehr, sehr leichter Hund im Auto und mit dem kann man gute Reisen. Jetzt sei ehrlich, gehst du mit ihm draußen Pipi-Kaka machen oder hat er ein Katzenklo? Nein, 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 wir gehen draußen, aber das Interessante ist, Stuart kann nicht markieren. Nein. Stuart markiert nicht. Stuart, wir haben eine warum Stelle. Kannst du das nicht hören? Auf der Terrasse und da lässt er alles raus. Hallo Baby. Das ist eine Riesenlache da. Hallo Baby. Eine Riesenpfütze, wo er dann alles rauslässt. Schau, nimm mal bitte sein Gesicht auf. Bitte, guck mal. Guck ihn dir an. Guck mal sein Gesicht. Ey, ganz ehrlich, du lachst dich bestimmt den ganzen Tag kaputt, ne? Ey, der ist bestimmt so witzig zu Hause, ne? Okay, Stuart, jetzt muss mir aber einmal Papa erzählen, warum du hier bist. Du bist ja nicht umsonst hier. Genau, Stuart humpelt hinten links. Wie lange jetzt schon? Das ist von Anfang an und wir haben das von den Ärzten auch schon anschauen lassen. Die meinen, das Kniegelenk springt raus. Also Patella. Genau, das ist die Diagnose, die die Ärzte mir gegeben haben, aber ich wollte eben sicher gehen und mir das von dir auch noch anschauen lassen. Genau, guck ich mir jetzt mal an. Damit man einfach Gewissheit hat, ob es wirklich das der Fall ist oder ob es durch Einlenken vielleicht besser wird. Vielleicht haben wir Glück und es ist nur das Becken. Meistens ist es immer ein leichter Beckenschiefstand oder er hat auch hier einen kleinen Buckel. Vielleicht kannst du das anhand der Wirbelsäule sehen. Oder er ist einfach so schmächtig und da kommt der Buckel raus. Stuart, was wiegst du? 3,5 Kilo. Boah, 3,5 Kilo. Ich glaube, du wiegst genauso viel wie dieser Teddy, ja? Ey, Stuart, du bist richtig süß. Ich sage immer wieder, wenn Stuart reden könnte, würde er dir jetzt eine Story erzählen, weil er schaut dich so an und denkt sich wahrscheinlich seinen Teil. Ey, er ist aber richtig süß, wirklich. Er ist richtig, richtig süß. Stuart, dass man den Tag versüßt, voilà. Ich schwöre. Und das Interessante ist, immer wenn ich spazieren gehe, die Menschen, die kriegen immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn sie Stuart sehen. Das ist wirklich unser Happiness-Manager, nennen wir ihn. Gerade ich komme in diesen Behandlungsraum rein und musste erstmal den Hund suchen, weil ich ihn nicht direkt gefunden habe. Ich so, wo ist Stuart? Und der Name passt auch, ne? Wie bist du auf den Namen gekommen? Das ist ein S-Wurf. Die Züchterin hat ihn Stuart genannt und wir haben ihn auf Stuart Little umbenannt. Ja. Yeah. Genau. Ich glaube, das war damals diese Maus, ne? Genau. Da lief, glaube ich, auch im Intro ein Song von Celine Dion, ne? Stuart, komm, jetzt müssen wir erstmal gucken. Also ich habe Stuart bis jetzt nicht einmal angefasst, ob sich Stuart von mir anfassen lässt. Wir feiern ihn gerade mega, wo ist dein Ball? Aber er lässt sich nicht anfassen vielleicht. Komm mal her. Oh nein, guck mal, er ist sogar am Ball. Ich knall mich gleich weg. Stuart, wo ist der Ball? Hier ist Spider-Man. Total verunsicher. Er ist aber richtig. Er weiß auch, dass er süß ist, der kleine Drecksack. Der weiß das. Ne, Stuart, du weißt das. Sein Pipi-Mann ist größer als seine Pfote. Ja, ich sag ja. Maschallah. Oder andere werden neidisch. Oder andere werden neidisch. Und das Coole ist auch noch, er kann sich ja an Körperstellen lecken, wo wir wahrscheinlich eifersüchtig werden, ne? Absolut, ja. Ich glaube, viele Menschen haben sich schon Rücken gebrochen, um das zu machen. Gibt's eine berühmte Story? Stuart, gell? Stuart, komm. Stuart. Ist zu viel Bühne für ihn gerade. Ja, voll. Ey, gerade auch, ich wollte ein Foto von dem machen, ne? Ich mache gerade ein Foto von dem und er posiert erstmal so. Also, ich bin Stuart.
Komm mal her, mein Schatz. Ich muss dich einmal anfassen, Baby. Ich schwöre, er guckt so süß, ne? Erstens, er hat voll das schöne Gesicht. Und zweitens, er ist brutal süß. Ich muss gerade aufpassen, dass ich keinen Karies bekomme, aber guck mal, wie süß der ist, ja. Stuart, komm her. Komm mal her zu Papa. Komm, genau, fein. Komm, ich hab eine Geschäftsidee, komm. Wenn du Bock hast. Ja, okay, können wir gerne. Wir verleihen Stuart an Männer, die keine Frauen bekommen. Ich sag mit Geld zu den Garantie. Hab ich auch schon immer gesagt. Immer mit Geld zu den Garantie. Wir geben ihm Männer mit, die keine Frauen finden. Lass ihn einfach jetzt im Sommer am Phoenixsee spazieren und 100% Garantie, ja, dass die eine Frau mit nach Hause. Ich bin mir so sicher, dass ich so eine Geld-Zurück-Garantie anbiete. Hey, Stuart, du bist schon hart süß. Du weißt das selber, ne? Wir müssen so ein T-Shirt machen. Stuart sein Gesicht und dann draufschreiben Love Me. Ich schaue mir das erstmal an. Kann sein, dass ich da noch ein bisschen weich massieren muss. Komm her. So. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Warte. Warte. Alles Stuart. Gut. Stuart. Alles gut. Aha. Alles okay. Oh nein, Stuart, alles. Du bist am Furzen. Ich habe Furzen. Ja, ja, Furzen. Das ist seine Abwehrtechnik. Wie so ein Stinktier. Warte kurz. Komm mal her. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Gut, Stuart. Alles gut. Stuart, du brauchst keine Angst haben. Ich tue dir nichts. Er ist schon ziemlich unsicher. Man merkt das. Mhm. Alles gut, mein Schatz. Stuart, alles gut. Alles gut, mein Schatz. Genau so, so ist es besser. Mhm. Ja, so ist gut. Stuart, mich nicht töten, okay? Ich merke schon, du bist so Tötungsmodus. Von süß auf den Hose scheißen und von Hose scheißen jetzt auf Tötungsmodus. Stuart, alles wird gut. Ich hab den noch nie putzen, Junge. Ja. Ey, er ist wie Blink mit der Brain. Der macht sich gerade einen Plan in seinem Kopf, wie er mich gleich umbringt. Er plant. Weißt du, wie sollen wir lachen? Ich stell dir mal vor, du kommst einen Tag nach Hause und du siehst Stuart mit so einem Stift in der Hand, mit so einem weißen Kittel und er macht so eine Theorie, wie er die Weltherrschaft an sich reißt. Hör auf, ich kann nicht mehr. Stuart, nicht scheißen, bitte. Stuart, ich tu dir nichts, Baby. Boah, jetzt schon wieder gefurzt. Mir ist der Schwanz schon umgerummert. Meine Augen brennen schon. Oh mein Stuart, Gott, du bist Stuart. Ein süßer Hund, man, hör auf damit. Du erzitterst, wenn wir zum Arzt gehen. Mhm. Wie ein Nokia früher. Nokia 3330, ne? Wo du gerade noch aushörst, wenn dein Handy klingelt. Okay, lass ihn einmal laufen. Ich muss einmal gucken, wie er läuft. Okay, komm. Okay. So. Oh ja, guck mal hinten links. Lauf mal mit dem einmal nach da. Komm mal her, Stuart. Okay, komm. Komm her. Ich lauf nochmal zurück, oder? Genau. Komm her, auf dich. Du musst ihn richtig gut festhalten, okay, ne? Bei kleinen Hunden, weil ich schwitze immer. Versuch mal auf dem Boden, wenn er nicht jetzt versuchen will, mich zu töten. Warte. Die Kleinen sind die Schlimmsten. Ich schwöre, du hast hier solche Kaliber, ne, so richtig große Staffords oder so Karnekose, die machen gar nichts. Stuart, darf ich vorstellen? Stuart, 3,5 Kilo. Seine Mission ist es, Murat Çolak zu töten. Kampfhund. Kampfdackelan. Stuart. Alles gut, alles gut, alles gut. Ey, pass auf nicht, dass er dir gleich schon wohin weiß. Nein. Der hat mich schon ein paar Mal gebissen, wo ich seinen Bruder rausholen wollte. Alles gut, mein Schatz. Ich habe das Gefühl, er kackt gleich. Er hat nicht gefrühstückt, da ist nichts drin. Die haben immer so ein Reserveschiss. So ein Notfallkackhaufen, sei dir da sicher. Das nennt sich auch immer die Stinkbombe. Super, machst du das schon? Ja, jetzt schon wieder gefurzt. Das ist die Gefahr in meinem Job natürlich. Ich kann mir die Stellen auswählen. Nein, Stuart, du musst zeigen, dass du auch anders sein kannst. Hier ist dein anders sein. Stuart. Boah, Stuart, Mann. Das tut mir leid. Als ja, alles gut, das ist die Gefahr in meinem Job. Oh, ja. Sehr schön. Okay, gut. Das ist bei kleinen Hunden auch mehr Angst, gell? Ja, ja. Der weiß halt nicht, was gerade abgeht, ne? Ja, ja. Ich muss ein bisschen Luft haben. Boah, Stuart, der war Hebel. Oh, jetzt gut festhalten. Mhm. Oh, er drückt schon seinen Hintern raus. Ja. Gut, Stuart. Okay, jetzt muss ich einmal an seine Route ziehen. Ich glaube, das wird er nicht so mögen. Kann sein, dass er dann feuert. 3, 2, 1. Oh, sehr gut, Stuart. Gut gemacht, Schatz. Das machst du sehr gut, Bibi. Okay, gucken wir nochmal hier. Ah, da war ein kleiner. Da auch. Okay, da habe ich einen Furz ausgedrückt.
Alles gut. Willst du gleich so bleiben? Genau. So, ich bleib so, Stuart. Alles gut. Alles gut, mein Schatz. Fein. Das machst du gut. Schatz, gut. Also, ich töte dich. Nein, Stuart, das tust du nicht. Wir sind jetzt Freunde. Ich sollte deinen Kopf vielleicht essen. Ja, okay. Hier auf der rechten Seite hat er noch was. Gut festhalten. Ja. Lass ihn aber los. Gut gemacht, Stuart. Wow. Stuart. Fein. Ja, bedank dich. Fein gemacht, Stuart. Das war das Becken, nicht die Patella. Okay. Wenn ich ihn auf dem Arm habe, seinen Kopf gemacht habe und so klack hier so. Was kann sowas sein? Ja, halt nochmal den Kopf fest. Ich guck nochmal da. Okay. Das machst du gut, Stuart. Sehr gut. Gut, Stuart. Gut, Stuart. Also warte. Wenn du nicht damit rechnest, beiß ich dir in deine Hand. Ich bin voll angespannt gerade. Beiß die Hand ab. Stuart, ich habe gerade ein bisschen Respekt vor dir. Weil diese 3,5 Kilo, die können mir gleich wehtun. Ne, da ist alles gut. Okay. Ja. Halt ihn nochmal mit dem Gesicht zu dir. Schläft er mit im Bett? Ja, natürlich. Oder hast du nicht Angst, dass du dich mal nein, umdrehst? Nein. Aha. Guck mal, wie Tuckkekse. Warte, Stuart. Warte. Aha. Gut gemacht, Stuart. Ja, da ist alles drin. Super. Gut gemacht, Schatz. Bedanke dich. Sehr große Klasse, Stuart. Sehr gut. Ja, super. Stuart, komm mal her. Schau mal, komm mal her. Lauf mal her. Ja, er läuft schon besser hinten. Es kann passieren, dass er vielleicht noch nächste Woche so ein paar Tage humpelt. Ne, der Heilungsprozess, der muss jetzt erstmal beginnen. Das dauert immer bei kleinen Hunden ein bisschen länger als bei großen Hunden. Wir sprechen hier von 3 bis 4 Wochen. Ne? Das wird aber wieder kommen. Okay. Was kriegt er aktuell zu fressen? Also, Stuart ist ein ganz Problemkind, was Essen angeht. Nein, Etepetete? Nein, ja, was heißt Etepetete? Oder Unverträglichkeiten? Unverträglichkeit hat er gar keine, weil Gott sei Dank 4,5 Jahre kein einziges Mal Dünnschiss gehabt, wortwörtlich. Er isst, wenn er Lust hat. Das ist Trockenfutter mit Pumpkin, das war Pumpkin, Kürbis. Mhm. Das isst er nur in der Früh und nur vor 7 Uhr. Wenn nach 7 Uhr ist, isst er nicht mehr, der Junge. Nein. Das ist Wahnsinn. Also ich habe in der Früh echt meine... Wochenende isst er nicht in der Früh, wenn ich später aufstehe, nur in der Früh, wenn... Wenn du früh aufstehst. Ja, richtig früh aufstehst zur Arbeit. Hast du mal versucht mit Kochen für ihn? Mache ich auch. Abends gibt es Reis, aktuell mit Ente. Barf. Ja, das ist gut. Genau. Also das gibt's. Am Anfang hat er es geliebt. Jetzt merke ich, dass es wieder so immer weniger wird, die Liebe zum Essen. Also er braucht immer seine Abwechslung. Dann gibt es ab und zu. Kannst du gut backen oder geht? Ich kann schon eigentlich. Ich bin schon sehr Was ich jetzt bei meinen Hunden mache, also meine Frau macht das, die backt jetzt meinen Hunden einmal die Woche einen Bananenkuchen. Echt? Und die mögen das. Okay. Boah, voll. Und auch die Werte sind richtig gut für die Tiere. Ne, nimmst einfach mehr Banane anstatt Mehl mit rein, ne, dann ist das Thema durch. Und die lieben das. Aber das ist wirklich, das habe ich aber schon öfter gehört bei Dackel, beziehungsweise so kleinen Dackel, dass sie sehr Schwierigkeiten mit Essen haben. Du musst für Stuart, oder ich hoffe, er hat schon einen Instagram-Account? Wir hatten einen Instagram-Account, aber jetzt alleine nicht mehr. Du musst für Stuart einen Instagram-Account machen. Okay. Leute, schreibt mal einmal in die Kommentare, ob ihr dafür seid, dass Stuart einen eigenen Instagram-Account bekommt. Ja, das ist schon so unser kleiner Happiness-Manager. Nein, guck mal einmal. Schau, guck mal. Stuart mit Fliege. Den Blick immer. Er weiß schon, wie man guckt. Sexy Dackel of the World. Nicht direkt in die Kamera. Stuart, komm her, wir sagen noch einmal Tschüss. Komm schnell, komm her. Komm zu Papa. Das geht dann schon. Okay. Stuart, wir müssen einmal Tschüss sagen in die Kamera. In die Kamera. So Leute, das war die Behandlung von Stuart Little. Wahrscheinlich, ne, er ist der kleinste Kaninchendackel. Ja. Kaninchendackel der Welt. Wir haben ihn heute behandelt. Beckenschiefstand und Probleme im Lendenwirbel. Und jetzt geht Stuart besser. Stuart, bald sehen wir dich auf der großen Bühne in Hollywood. Stuart Little, sag einmal Tschüss. Tschüss. Danke gemacht, Schatz. Gut. Super.